Guten Morgen und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Medieval Dynasty. Wer sehen will, wie wir uns in der letzten Folge ein Reittier organisiert haben, kann das hier oben links, nee, oben rechts gerne nachschauen. Wir haben heute sehr viel vor. Ja, da guckt er hier, ne? Mit seiner Fackel. Die können wir aber erstmal wegstecken. Ich glaube, es ist hell genug. Ja, ich habe gesehen, es ist noch was defekt. Deswegen holen wir uns schnell ein bisschen was zum Reparieren. Was braucht man zum Reparieren? Das übliche Stroh und Stöcke. Ich glaube, 10 müssten reichen. Stroh und Stöcke. Keine Stöcke da. Okay, das ist kein Problem. Die holen wir uns schnell selber. Liegen ja, ja überall rum, mehr oder weniger. Guck, da haben wir schon einen. Ja, das sollte reichen. Und zwar unser Fischer hier. Er ist nach Butt. Ja, glaube ich dir. Reparatur, da ist noch was kaputt. Ah, da schaut kalte Wasser durch. Wow. So, alles gut. Ja, ich habe natürlich im ganzen Dorf geschaut, aber hier unten, da komme ich eher selten vorbei, ne? Haben wir das erledigt? Was wir jetzt brauchen, ist mehr Kupfererz. Mehr Kupfererz, kann ich euch mal zeigen schnell. Hier, kein Material. Ja, sind zwar schön aktiv, die Leute, aber kein Material. Was fehlt? Kupferbahn. Und dafür ein Stöcke. Also Stöcke und Kupfererz brauchen wir. Dafür. So, und in der letzten bzw. vorletzten Folge haben wir hier noch einen Grabungsschuppen gebaut. Da könnte man ja Erz fördern, Kupfererz zum Beispiel, aber keine Leute drin, ne? Kein Personal. Ja, und die müssen wir uns erst holen. Das nächste, was wir uns holen müssen, außer einer Erkältung. Ihr seht es hier, wir haben Geld 914 Taler. Wir müssen aber, ja, mindestens, ich glaube, das waren sogar noch mehr, 5.500 Steuern dann ungefähr zahlen im nächsten Frühjahr, also in 2 Tagen quasi. Das heißt, wir müssen irgendwie Geld verdienen. Das geht ja am besten mit Kupfererz, mit Kupferwerkzeugen. Ja, also brauchen wir da unbedingt jetzt Leute. Damit die Leute aber auch gut wohnen können, brauchen wir noch das eine Haus. Das heißt, wir machen das Haus jetzt mal fertig. So, wir brauchen noch ein paar Steine. Und wenn er nicht gestorben ist, dann scrollt er immer noch. So. Schauen wir mal, was wir hier noch richten können. Wir hätten ja schon mal ein Dach über dem Kopf. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Baumstämme haben wir genug. So, haben wir denn schon was, was man irgendwie verkaufen könnte? Holzschaufeln. Aber nicht wirklich. Steinmesser, die brauchen wir alle noch. Steinpfeile. Wie viele Pfeile haben wir? Wir haben 30 dabei. Das sollte eigentlich reichen. Die Stöcke können wir zurücktun. Das Stroh können wir zurücktun. Ja, es gibt halt nicht viel, ne? Das Kupfermesser könnte man mitnehmen. Müssen wir auch machen.
Section hätten wir 3. Genau, wir machen noch ein paar Section. Aber ich hätte vorher noch eine ganz andere Idee. Haben wir noch mal, was haben wir denn hier an... Hier, Flachs. Okay, Flachs können wir nichts anfangen. Aber wir haben Hafer. Hafer und Haferkorn. Würde ich sagen, nehmen wir den Hafer. Und das Hafer... Gut, Haferkorn... Na, nehmen wir mal das Hafer. Gehen mal in die Scheune und dreschen den Hafer mal. Der kriegt jetzt so richtige Dresche, der Hafer. Darf ich mal kurz? So, wir haben jetzt Haferkorn 100, ja noch was. Damit gehen wir jetzt hier Georgiana. Ich danke. Dann machen wir jetzt 39 Mehl. Ja, ich glaube, der hat Durst. Den Rest tun wir wieder hier rein, damit die Damen dann, ne, das weiter verwenden können. Hafer. Haferkorn. So, und wir haben jetzt. ...390 Mehl. Ich glaube, so viel will ich gar nicht. Aber gut. Aus dem Mehl können wir nämlich jetzt Fladenbrot machen und das gibt übelst viel Geld. Also, naja, was heißt übelst viel, aber immerhin ein bisschen was. Und Zwiebeln, weil mit Zwiebeln kann man das Ganze aufwerten. Ich sage euch mal, ich nehme mal 50 Zwiebeln mit. Knapp 50. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir daraus kriegen. Ofen, nee, wie heißt du hier? Michelo. Mischko. Darf ich mal kurz hier ran? So, und dann machen wir 47. You look as if you were carrying 100 logs. Wir haben jetzt 47 Fladenbrot und ihr seht es hier, 13 ist der Preis. Das ist zwar so nicht viel, aber die Menge macht's da, ne? Wir lassen ihn erstmal trinken. Machen die Eimer wieder voll. Für das ganze Zeug brauchst du schon fast einen persönlichen Fuhrmann. Ja, sehe ich auch so. So, dann haben wir jetzt insgesamt 100 Fladenbrot, ne? Da würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Stadt, holen zwei Leute für einen Grabungsschuppen. Und verkaufen dann erstmal das Fladenbrot und schauen mal, was wir dafür kriegen. So. Natürlich die. Ich habe ein neues Level an Gewinnung. Das ist sehr gut. Wie? Was? Wir haben erst 52? What? Okay. Dann nehmen wir hier mal eins drauf. Schatzjäger, nee, Naturgewalt, langsamer Haltbar. 1 und 1 mit der Erde, Spitzhacken und Schaufeln. Das wäre natürlich auch mal was, ne? So. Bisschen Leder könnte man noch nehmen. Ja, 372, okay. Leder. Die zwei Hosen nehmen wir noch mit. Dann machen wir noch ein paar kleine Säckchen. Und jetzt schauen wir mal, was wir dafür kriegen. Ab geht's in die Stadt. Oder das Dörfchen Denika. Bis gleich.
Und ja, bevor ihr es in die Kommentare schreibt, fiel mir auch gerade ein, ich habe ja ein Reittier und hätte reiten können, dann wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen, ja. Aber gut, was soll's. Jetzt sind wir da. Schauen wir mal, was der Dagobert für uns hat. Dagobert, ich bin's wieder, der Nervzwerg. Erstmal verkaufe ich, okay? Und dann kümmere ich mich um dein Problem. So, ich habe hier einen großen Rucksack, den kriegst du natürlich nicht. Aber ich habe hier zwei Hosen für dich, guck mal. Gefallen dir, oder? Genau. Was hätten wir noch für dich? Ein bisschen Werkzeug, das Kupfermesser, kannst du kriegen. Genau, das war's aber schon. Dann habe ich noch ein paar Lebensmittel, schau mal hier. Ja. Und jetzt ist er pleite. Eine Fladenbrot, das wollte er nicht mehr. Aber gut, immerhin, wir haben schon 2000, also es ist zumindest ein Weg, ja, in Fladenbrot zu kommen. Achso, ich wollte doch helfen. Entschuldigung. Ich könnte tatsächlich Hilfe gebrauchen. Ich überlege, meine Felder zu erweitern, aber an der Stelle stehen viele Bäume. Könntest du ein paar davon für mich fällen? Klar, kann ich das machen. Ach. Ach. Haben wir die Quest nicht schon mal gemacht? Hm? Bis zum Ende des Quartals, okay. Wo bist du denn gut? Gewinnung 2, muss reichen. Komm. How is life treating you? Das eine Fladenbrot, das gönne ich mir jetzt selber mal. Hm. Und natürlich so billigen Fisch noch hinterher. Oh. Jetzt sind wir wieder gestärkt. Ab geht's nach Hause. Und dann suchen wir für die, wie heißt der? Die gute Voice-Lover. Suchen wir noch eine Wohnung. Da. Das sind ja die neuen Häuser. Hier wohnt der Nimrod schon drin, aber das macht nichts. Da freut sich bestimmt über ein bisschen Gesellschaft. Voice-Lover ist natürlich ganz unten. So. Und die Voice-Lover, die kriegt jetzt auch einen Beruf zugeordnet. Ich sehe es ja ganz deutlich. Der Marwald, der darf jetzt ab sofort im Grabungsschuppen arbeiten. So, und die Voice-Lover, die kann von mir aus das Wasser tragen, weil man für den Brunnen nicht so viel braucht. Jetzt müssen wir natürlich noch dem Grabungsschuppen einstellen, was zu tun ist, ne? So, und wir haben ein Defizit an Kupfererz. Kupfererz, schauen wir mal, wie viele zusammenkriegt. 1, 2, 3 und ein paar Steine. Ne? Steine würde ich auch sagen. 20 am Tag vielleicht. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Jetzt darf der ein bisschen arbeiten. Und in der Zwischenzeit machen wir noch ein bisschen mehr Fladenbrot. Ich habe jetzt ein bisschen Fladenbrot gemacht. 89 normales und 31 mit Zwiebeln. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir dann doch mal unser Reittier. Komm, mein Kleiner. Okay. Onward. Und ab geht's in die Stadt. Hey. Ja, geht schon ein bisschen schneller, als wenn man läuft, ne? Schauen wir mal, welches Kind heute wieder in den Brunnen gefallen ist. Das ist ja toll. So, der hat kein Geld mehr. Schauen wir mal, ob die junge Dame hier noch Geld hat. Hallo. Du. Ich hätte hier noch ein bisschen was zu verkaufen. Guck mal, ich hätte noch 6 von den Taschlein hier. Ja, ein Vieh macht auch Mist. Ein bisschen was zu essen habe ich noch für dich. Ja, guck mal, immerhin knapp 800 Taler. Dankeschön. Bin dann wieder weg. So long. Ja. Wow. So, Mitarbeiter gibt es ja auch keine. Also, was wollen wir noch hier? Ah. Und es geht wieder ab nach Hause. Giddy up.
Ja! Da sind wir wieder. Ein mit dem Junge hier. Oh. Und absteigen. Was wir noch brauchen, ist unbedingt was zu essen. Bisschen sauber machen wir wieder mal. Oh, guck mal. So. Wie schaut's hier aus? Oh Gott. Schweine sind wirklich klug. Viele Grunzer riechen viel besser als die meisten von uns. Wenn du das sagst. So, die Damen sind ja auch fleißig unterwegs. Ich mache ein bisschen Dünger. Schnell schauen, was die Damen alles so machen. Tierfutter müssen sie ein bisschen mehr herstellen. Haferkorn. Ich glaube, da brauchen wir jetzt schon 5. Ah, Mehl machen die schon. Okay, dann brauche ich da in Zukunft keins mehr machen. Tonbewurf machen sie auch. Dünger auch. Okay. Problem ist nur, dass ich mehr Verdorbenes oder schneller Verdorbenes ranbekomme, als ich es wegarbeiten kann. Ach, hallo. Muss man mit der Fackel echt aufpassen hier, ne? Nicht, dass man so ein Kind überrennt und anzündet. Nein, das habe ich nicht gesagt. Habe ich auch nie vor. So, wir haben so viel Dung, wir haben Dünger. Aber Dünger, glaubt mir, da wird wieder gebraucht. Ne? Bei den Lebensmitteln müssen wir was machen. Also, ein Fisch, würde ich jetzt mal sagen, das reduzieren wir mal ein bisschen. So, und das Fischfilet werde ich jetzt mal braten. Da machen wir mal gebratene Fischfilet. So, ich habe jetzt mal hier ein bisschen Rührei gemacht. Hab das Fischfilet gebraten. Und ihr seht auch so viel Trockenfleisch, wie wir haben. Ja. Ich würde aber sagen, ein Teil davon, den tun wir erstmal entsorgen. Fleisch haben wir auch so massig. Ich glaube, wir müssen unbedingt das Fleisch reduzieren. Momentan brauchen wir gar nicht so viel. Ne? Dann haben wir auch noch so viel Verdorbenes. Wahnsinn. Mache ich mal jetzt selber zu Dünger. Aber dann brauchen wir in Zukunft keinen Dünger extra mehr machen, weil wir ja genug haben. Oder wir machen noch größere Felder. Das kann man auch machen, ne? Auf alle Fälle brauchen wir mehr Zwiebeln, ne? Das haben wir festgestellt. Da werde ich jetzt noch ein Feld machen mit Zwiebeln. Hier hätte man noch Platz. Können wir noch ein Stück runter, so. Und das ist das Feld Nummer 11. Kostet natürlich wieder mehr Steuern, ne? Zwiebeln. Das Feld bestellen geht relativ einfach. Ja, bestätigen, ne? Wie schaut es denn erstmal aus mit Kupfererz? Tatsächlich haben wir da wieder was. Das ist gut. Das ist sehr gut. Stein haben wir auch wieder was. Da können wir das Haus noch fertig bauen. Und Tierfutter haben wir auch. Okay. Mobbe ich jetzt einfach mal. Meine Esel. Aber erstmal machen wir schnell das Haus noch fertig. Ja, der eine Hammer ist kaputt, aber der Blacksat hat gelernt und hat den zweiten Hammer dabei. Wir brauchen noch 4 Steine.
So. 2, 3. Fertig ist das Haus. So, was ich noch gesehen habe beim Stein herausholen, wir haben noch so viel Flachs. Schaut so aus mit Leinengarn und Leinensamen. Da haben wir auch recht wenig da. Da würde ich sagen, können wir doch einstellen, dass die in der Scheune. Haben wir es? Feldschuppenscheune. Dass die noch ein bisschen mehr machen. Ja. 2 hoch. So. Da brauchen wir pro Tag 32 Flachs. Schauen wir mal, wie das läuft. So, noch schnell zu unserer Esel. Lass mit denen noch Tierfutter geben. Ha. 6 Stück machen 12 aus. Aber ja, wenn sie da stehen bleiben will, nee, egal. So, und da würde ich sagen, haben wir es für heute mal wieder geschafft. Der Tag ist fast vorüber. Ich werde mir jetzt ein bisschen schlafen legen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, gebt diesem Video gern ein Däumchen nach oben. Das freut den Algorithmus und natürlich mich auch. Bis demnächst, euer Blacksat Tschüssikowski. Ciao.